Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. So ein gängiges Sprichwort. Wie wahr werden sich CDU und CSU denken, machen ihnen doch Bundesverfassungsgericht und der raue Wind der deutschen Politik so richtig das Leben schwer. Ohne Kompass, die Union und der richtige Kurs heute in der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer, willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Thomas Strobel, Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg und einer der fünf Stellvertreter der Bundesvorsitzenden Angela Merkel auf Bundesebene. Bei uns ist Bettina Gauss, politische Korrespondentin der TAZ, Professor Lothar Probst, Politikwissenschaftler, Universität Bremen und Henning Krumrey, Leiter des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche und stellvertretender Chefredakteur des Magazins. Herr Strobel, ist die Kanzlerin im Moment alleine am Steuerrad und am Ruder des Unionsschiffs? Nein, wir haben ja eine Mannschaft auf diesem Schiff und die Kapitänin ist Angela Merkel. Gut, die Mannschaft schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, Frau Gauss. Ist es Opportunismus oder ist es Überzeugung, was die Kanzlerin und ihre engsten Mitstreiter da gerade der eigenen Partei antun? Ich weiß nicht, ob es Überzeugung ist. Dass es in Teilen Opportunismus ist, geben Sie ja selber zu. Also wenn Volker Kauder sagt, wir müssen das jetzt tun, weil das Verfassungsgericht wird ohnehin entsprechend urteilen, unsere Position wird gar nicht haltbar sein, dann kann man das auch Strategie nennen, man muss es nicht Opportunismus nennen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, weil ich denke, dass es schon ein bisschen schwierig ist, wenn man der eigenen Anhängerschaft nicht inhaltlich erklärt, warum man einen Kurswechsel für richtig hält, sondern nur mit Verweis darauf, dass man die politische Grundlinie der Justiz unterwirft. Ich glaube, dass das nicht auf Dauer funktioniert. Zwänge sind, aber das ist ja auch eine politische Diskussion. Herr Krumrey, lassen sich denn diese sogenannten Traditionalisten in der Union deswegen alles gefallen, weil es eigentlich für sie keine Alternative gibt? Also ich glaube, gerade die Traditionalisten können das Wort alternativlos nun auch nicht mehr hören. Aber in der Tat ist es ja so, dass der eher konservativere Flügel in den vergangenen Jahren eine ganze Menge schlucken musste. Franz Josef Strauß ist zwar CSU, aber natürlich sagen wir mal, die Sinnbildfigur lange Jahre für das Konservative gewesen. Der hat ja mal gesagt, in Bayern gehen die Uhren anders, weil wir sie anders stellen. Und dieses Uhren anders stellen, das hat die CDU, glaube ich, inzwischen aufgegeben. Also sie hat eigentlich aufgehört, einen gesellschaftspolitischen Anspruch zu haben, die Gesellschaft so zu prägen, wie sie es sich nach traditionellen konservativen bürgerlichen Vorstellungen eigentlich wünschen müsste und dafür um Mehrheiten zu werben, sondern sie bemüht sich, den aktuellen Trends jeweils hinterherzulaufen. Und das ist für die Traditionalisten natürlich eine schwer vorstellbare Entwicklung. Herr Probst, steckt vielleicht sogar strategisches Kalkül dahinter, dass sich für die Kanzlerin und für die CDU eines Tages auszahlen wird, was Sie jetzt gerade so im Schilde führen? Naja, in der Vergangenheit ist sie nicht schlecht damit gefahren. Wenn man nach dem Kompass der CDU im Moment fragt, dann kann man ja eigentlich nur einen Kompass sehen. Und der Kompass, das haben wir schon gehört, ist Angela Merkel. Die Frage ist nur, welchen Kompass hat Frau Merkel? Das heißt, wohin zeigt ihre Kompassnadel? Und da kann man ja feststellen, dass die mal in die eine oder in die andere Richtung weist. Sie fährt sozusagen auf Sicht. Und auch manche in der CDU weiß aber eigentlich gar nicht so genau, wohin die Reise letzten Endes geht. Es gibt immer wieder auch ein Murren, vor allen Dingen seitens des konservativen Flügels, dass doch viel über Bord geworfen worden ist auf dieser Reise bisher. Und dass das auch den Anhängern und den Wählerinnen und Wählern der CDU nicht richtig erklärt worden ist. Aber wenn man sich die Umfragewerte anschaut, kann man zunächst einmal sagen, steht die CDU relativ gut da. Und das ist ein Argument, was die Kanzlerin auf ihrer Seite hat. Da muss man allerdings auch sagen, dass Peer Steinbrück nun wirklich ein treuer Wahlhelfer ist für Angela Merkel, gerade im Augenblick. Also er ist ja schwer berechenbar. Und als wir die Sendung konzipiert haben, war das uns noch gar nicht klar gewesen. Aber wir nehmen solche Hinweise natürlich immer wieder gern dankend auf. Das wird Herr Strobel ja auch tun, wenn es aus ganz unerwarteter Richtung auch Wahlkampfhilfe gibt. Henning Krumrey hat gerade gesagt, diese bürgerliche Prägung, auch mal die Uhren anders zu stellen, als sie laufen. Hatte da es Franz Josef Strauß vor 30 Jahren einfacher als die CDU heute? Sind sie gar nicht mehr in der Lage, die Uhren so zu stellen, zu verstellen, dass die Prägung, ihre bürgerliche Prägung, auch das Steuern, das Führen bestimmter gesellschaftlicher Überlegungen, Ideen, Ziele heute noch so leicht gelingt? Ich möchte mal versuchen, das aus einem sehr konservativen Ansatz heraus zu begründen. Schauen Sie, Erwin Teufel hat oft gesagt, Politik
beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und dieser Satz ist ein sehr, sehr konservativer. Der Konservative nimmt die Welt so, wie sie ist. Und wenn die Welt sich verändert, dann sind wir in der Lage, auch Standpunkte zu überprüfen und zu verändern. Insofern ist der Satz von Franz Josef Strauß auch richtig, dass der Konservative im Zweifel an der Spitze des Fortschritts stehen kann. Wir sind keine Ideologen, das unterscheidet uns von aber anderen. Wir haben kein einmal gefestigtes Weltbild, keine Heilslehren. Die wir vertreten, egal was auf der Welt passiert, sondern wir nehmen die Welt so, wie sie ist. Und in dieser Welt arbeiten wir politisch. Also die Welt ändert sich ja ständig und zwar gewaltig. Wahrscheinlich so wie noch schon lange nicht mehr. Eigentlich müssten dann die Konservativen in der CDU sagen, gut, das ist einfach so, das müssen wir hinnehmen. Und eigentlich mit der Politik sich auch, also Wirklichkeit auch anzunehmen, dürften sie ja auch überhaupt keine Probleme haben. Ja, das ist ja die Stärke des Konservativen, dass er eben diese Ideologie nicht hat, sondern dass er die Welt so nimmt, dass er gesellschaftliche Entwicklungen sieht und dass er sich weiterentwickeln kann und dass er in der Lage ist, auch einen Standpunkt zu überprüfen. Ideologen haben diese Möglichkeit nicht, sondern sie hängen über 100 Jahre einem bestimmten Bild nach und scheitern auch regelmäßig. Also das ist natürlich eine hübsche Vorstellung. Also ich würde das, glaube ich, an Ihrer Stelle jetzt auch sagen. Sagen wir sind anpassungsfähig. Nicht nur an dieser Stelle, ich sage das schon immer, dass das konservative Politik ausmacht. Die anderen ausmacht. Sind die Ideologen. Nur das Problem scheint mir doch insgesamt zu sein, dass auch bei den anderen Parteien Ideologie im Moment keinen hohen Kurs hat. Und das Problem ist doch tatsächlich nach meinem Eindruck auch für einen großen Teil der Unionswähler die Austauschbarkeit der Positionen. Also wenn ich vergleiche, was Frau Merkel früher zur Gesundheitsreform gesagt hat, zur Steuerreform gesagt hat, zu gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft gesagt hat, zu allem Möglichen gesagt hat oder zumindest nicht widersprochen hat, wenn es andere gesagt haben. Und wenn ich mir angucke, was sie heute sagt, dann entsteht da schon ein gewisser Eindruck von Beliebigkeit und nicht nur von Anpassungsfähigkeit. Ich würde da auch mal die Unterschiede nicht verwischen. Sie haben jetzt den einen oder anderen Punkt genannt, wo man sich vielleicht angenähert hat, das ist okay, aber es gibt ja einen Haufen von wirklich unterschiedlichen Standpunkten. Denken Sie mal, weil Sie die Steuerpolitik angesprochen haben. Wir haben völlig unterschiedliche Steuerkonzepte, nicht? Die SPD und die Grünen sind geradezu in einem Umverteilungswahn, wollen massive Erhöhungen machen bei der Einkommensteuer, Verdoppelung der Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, wie die Grünen sagen. Nehmen Sie die Europapolitik, nicht? Wenn wir eine rot-grüne Bundesregierung bekämen, hätten wir von dem einen auf den anderen Tag, das sage ich Ihnen gerne, den Unterschied, die Vergemeinschaftung der Schulden in Europa. Wir hätten die Eurobonds. Da sind wir dezidiert einer anderen Auffassung. Da gibt es zwei unterschiedliche Wege. Wahr ist, dass der Herr Steinbrück früher einmal die gleiche Position vertreten hat, gegen Eurobonds, gegen die Vergemeinschaftung der Schulden. Steinbrück hat sogar gesagt, wir dürfen in Deutschland nicht einmal über Eurobonds reden, weil schon das den Druck auf andere Länder nimmt. Aber er hat sich ja in die SPD-Dogmatik eingeklinkt. Deswegen gibt es auch einen Unterschied zwischen der CDU, die gegen die Eurobonds ist, und Steinbrück, SPD und Grüne. Wir gleich noch nachfragen, ob in der Europa- und Steuerpolitik die Unterschiede zwischen SPD und CDU wirklich und CDU-CSU wirklich so groß sind. Ist konservativ das Gegenteil von ideologisch? Nein, es gibt sozusagen in jeder politischen Richtung auch immer Ideologien oder jede politische Richtung lässt sich mit Ideologien verbinden. Also konservativ kann nicht für sich per se in Anspruch nehmen, ideologiefrei zu sein. Ich möchte aber noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Herr Strobel jetzt eben angesprochen hat. Also ist wirklich das, was die Union gegenwärtig praktiziert, ist das wirklich der Tatsache geschuldet, dass man die Welt einfach so nimmt und so annimmt, wie sie ist? Oder schwingt da nicht doch tatsächlich eine Menge Opportunismus auch mit? Ich darf noch mal daran erinnern, dass ja der Parteitag der CDU, auf dem sie beschlossen hat, dass es keine steuerliche Gleichstellung geben soll der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Das ist ja noch wenige Wochen her in Hannover. Da gab es eine klare Position. Sie zitieren aber unvollständig. Ja. Der Beschluss lautet, wir warten ab, wie die Rechtsprechung in Karlsruhe sein wird. Ja, aber man hat trotzdem eine eigene Position bezogen. Und die war ja ziemlich eindeutig. Man wollte das auf keinen Fall. Und es gibt ja auch bisher immer noch Stimmen innerhalb der Union, dass man das abgelehnt hat. Ich meine, es muss Ihnen doch zu denken geben, dass eine Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute schreibt, dass die CDU sich besser CDU-Partei des Bundesverfassungsgerichts nennen sollte, sozusagen als Doppelname mit Bindestrich, weil sie immer gerade das nachvollzieht, was dann von Seiten des Bundesverfassungsgerichts entschieden worden ist oder von anderer Seite. Man hat doch schon manchmal den Eindruck, dass das gerade der Kurs von Frau Merkel ist, alles abzuräumen, was sozusagen eventuell
problematisch werden könnte für die CDU, Mindestlöhne, ja, da hat die CDU ja deutlich nachgelegt, in der Familienpolitik einen Schwenk vollzogen, das mag ja alles notwendig sein, aber es wird doch in die eigene Wählerschaft und in die Mitgliedschaft nicht wirklich kommuniziert und deshalb kommt es doch auch immer wieder zu diesen Irritationen und auch dazu, dass viele CDU-Mitglieder die Welt nicht mehr verstehen, also ihre eigene Welt, nämlich die der CDU. Sie haben jetzt immer das Privileg, da gleich darauf antworten zu dürfen, weil es ja um Ihre Partei geht, bitte. Da bin ich auch total dankbar drüber. Ich das finde, darf ich mir. Zunächst einmal ist sehr wichtig, dass wir über die Dinge diskutieren, dass wir eine Debatte führen. Ich will gerne auch mal das aktuelle Beispiel nehmen, nicht die Gleichstellung, also auch der nicht ehelichen Lebenspartnerschaften. Ich finde das in Ordnung, dass wir in unserer Partei ringen, Argument für Argument und den richtigen Weg suchen. Möglicherweise haben wir das in der einen oder anderen Frage zu wenig gemacht. Aber ich finde diese Debatte überhaupt nicht schädlich, sondern ich finde, sie tut der Union gut. Der zweite Punkt ist, wir haben auf dem Parteitag beschlossen, dass wir im Augenblick nichts ändern wollen, was die Besteuerung der nicht ehelichen Partnerschaften angeht, dass wir aber abwarten wollen, was aus Karlsruhe kommt. Das gehört dazu. Jetzt hat Karlsruhe in einem Bereich bei der Sukzessivadoption eine klare Position einbezogen, im Übrigen eine Position, die das Verfassungsgericht immer gehabt hat. Und der Präsident des Verfassungsgerichts hat gesagt, in wenigen Monaten kommt die nächste Entscheidung. Und er hat sinngemäß hinzugefügt, ihr braucht euch dann gar nicht aufregen, das wird in die gleiche Richtung gehen. Gut, also wenn wir das jetzt mal als Faktum... Und damit haben wir natürlich eine neue Lage. Und deswegen ist es gut, dass wir in der Union diese Debatte führen, unabhängig auch davon, wie sie ausgeht. Aber die Frage ist doch, Entschuldigung, welche Programmatik da ist. Das ist in Ordnung. Und was die Programmatik angeht, schauen Sie mal, ich habe auch da einen konservativen Ansatz. Konservative halten etwas von menschlicher Bindung und von menschlicher Unterstützung. Wir glauben, dass eine Gesellschaft stabiler wird, wenn Menschen sich binden und wenn Menschen sagen, wir wollen uns dauerhaft gegenseitig unterstützen. Aber das Verfassungsrecht steht dem ja gegen. Das ist jetzt die Frage. Hat die CDU quasi ein neues Parteigremium geerbt, nämlich eine Art Programmkommission in Form des Bundesverfassungsgerichts? Naja, also in dem Fall würde ich fast sagen, hat die Union jetzt einfach mal Pech gehabt, weil man sich ja, also dass das Urteil so ausgeht, konnte man erahnen. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, wenn dann das steuerliche Urteil auch noch kommt, worin bleibt denn dann eigentlich der Kern des Artikel 6 noch bestehen? Also der besondere Schutz für Ehe und Familie, der wird dann mir nicht mehr klar, ehrlich gesagt, wo dann dieser besondere Schutz sich noch manifestieren soll. Aber deshalb würde ich sagen, wenn das Verfassungsgericht das nun so sieht, kann die Union nun schlecht sagen, das interessiert uns alles nicht, wir wollen eine verfassungswidrige Regelung, weil wir an unseren Traditionen festhalten. Ja, die Frage ist ja, welchen Wert hat ein Parteiprogramm noch, das quasi durch das Verfassungsgericht ständig in Frage und korrigiert wird? Trotzdem nochmal. Frage gestellt und korrigiert wird. Das sehe ich wieder. Hier ist es insofern, finde ich, ein anderer Fall als bei all den anderen Schwenks, die die Union gemacht hat. Denn die anderen Schwenks waren ja alle nicht durch eine Instanz erzwungen, der man nun Folge leisten muss, weil es das Verfassungsgericht nun mal ist. Es sei denn, das ist ja den Artikel 6 können wir zum Beispiel ja nicht ändern, weil er Ewigkeitscharakter hat. Aber bei allen anderen Fällen war es ja doch, glaube ich, ein bisschen anders, als Sie gesagt haben. Man hat ja nicht immer auf Veränderungen in der Gesellschaft reagiert, sondern die Gesellschaft hat sich verändert. Die Union hat eine Zeit lang auf ihrer Position ausgeharrt und dann irgendwann festgestellt, jetzt müssen wir eigentlich das Gegenteil von dem machen, was wir bisher gedacht haben, und hat es dann nicht oder nur, wie ich finde, sehr bruchstückhaft versucht und auch nur geschafft, das den Mitgliedern zu erklären. Für mich das beste Beispiel die Wehrpflicht, wo im Prinzip die Wehrpflicht, abgesehen davon, dass es ein Rechtsbruch ist, wenn eine Regierung sagt, wir setzen ein Gesetz aus, was das Parlament beschlossen hat. Das ist aber vielleicht, jetzt kann man fast sagen, ist nur noch eine Petitesse leider. Aber da hat man im Prinzip gesagt, wir setzen das aus, beschließen das alles schon mal und danach schicken wir dann, oder fast zeitgleich schicken wir den Gutenberg dann einmal zu jedem Landesparteitag oder Regionalkonferenzen und lassen den das dann nochmal vortragen. Da war aber eigentlich alles schon durch. Die Partei hat nie eine Chance gehabt, darüber zu diskutieren. Und das finde ich eben eine andere Qualität auch der Positionsfindung in der Partei. Ich würde auch sehr gerne die Union nicht so einfach daraus entlassen, dass es überhaupt keine Alternative für die Union gäbe, im Hinblick nach dem Spruch aus Karlsruhe, im Hinblick auf die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Ich halte die Gleichstellung für richtig, ausdrücklich. Aber ich habe nie verstanden, warum es eigentlich ohne Gleichstellung richtig sein soll,
die Leute die Lasten tragen zu lassen, also dass ein homosexuelles Paar sich gegenseitig zum Lebensunterhalt verpflichtet ist, aber keine Steuervorteile hat. Wenn die Union der Meinung wäre, es geht ja nur um die Sache, Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Wenn die Union an ihrer eigentlichen Position festhalten wollte, könnte sie ja einfach diese Verpflichtungen streichen. Dann würde unter Umständen die Rechtslage in Karlsruhe ganz anders aussehen, weil wogegen Karlsruhe gibt zu erkennen, dass es die Ungleichbehandlung nicht in Ordnung findet. Ein Satz noch. Ich kann mir beide Positionen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Union sagt, die Zeiten haben sich geändert, wir ändern unsere Position, oder sagt, wir bleiben dabei und sehen zu, dass wir sie verfassungsfest machen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn eine Partei sagt, ja, sich unterwirft dem Spruch der Justiz und sagt, ganz egal, was unsere Überzeugung ist, wir lassen uns unsere künftigen, wir begründen unsere Schritte nicht, sondern sagen, naja, das Bundesverfassungsgericht hat halt so geurteilt. Das wäre mir als Anhängerin der Union, wenn ich das wäre, ein bisschen wenig. Die Frage ist ja, liefert sich die Union mit diesem Verhalten jetzt zum Beispiel gleichgeschlechtliche Partnerschaften quasi dem Bundesverfassungsgericht aus? Naja, ich bin ja dezidierter Meinung, dass wir das nicht tun sollten. Meine Auffassung ist ja, dass wir das ändern sollten im Bereich des Steuerrechts, dass wir die Gleichstellung machen sollten und ganz in ihrem Sinne. Nicht da, wo wir sagen, das sind die Pflichten, da müssen auch die Rechte sein. Und ich sehe in der Tat keine Möglichkeit, dass wir hier zu einer Differenzierung kommen. Und noch einmal, auch das aus einem konservativen Standpunkt heraus, nicht nur wegen Karlsruhe, sondern auch aus einem konservativen Standpunkt heraus. Wir halten es für richtig, dass Menschen sich binden, dass Menschen sich gegenseitig lebenslang unterstützen. Das ist etwas, was wir gut finden, weil wir glauben, die Gesellschaft wird stabiler. Wir bekommen eine bessere Gesellschaft, wenn Menschen freiwillig eine solche Bindung eingeht. Und hängt das vom Geschlecht ab? Das ist doch kein Unterschied zwischen hetero- und homosexuellen Verbindungen. So ist das. Und ich nehme mich als Konservativer zurück. Ich sage, ich will den Menschen nicht bis ins letzte Detail vorschreiben, wie sie zu leben haben. Insbesondere nicht in einem so privaten und höchstpersönlichen Bereich. Meine konservative Position ist, das geht den Politiker, den Staat im Grunde genommen nichts an. Und deswegen bin ich der Auffassung, als Konservativer, dass wir hier zu einer Gleichbehandlung kommen müssen. Im Übrigen ist ja das Ehegattensplitting in Wahrheit keine steuerliche Privilegierung, sondern es ist die Abschaffung einer Diskriminierung. Man hat irgendwann einmal festgestellt, wenn die Leute heiraten, stellen sie sich steuerlich schlechter. Und dann hat man das Ehegattensplitting eingeführt. Und Ähnliches gilt für mich bei dem Thema Verpartnerung. Wenn wir sagen, wir finden es richtig, dass Menschen sich freiwillig binden, dass Menschen sich sagen, wir unterstützen uns ein Leben lang, dann sollten wir das steuerlich nicht diskriminieren, dass wenn sie diesen Schritt gehen, sie sich steuerlich schlechter stellen durch die gemeinschaftliche Veranlagung, sondern dann sollten wir den Splitting-Vorteil auch dort anbieten. Ehegattensplitting ist ein eigenes Thema, vielleicht nicht ganz in den Details so verlierend, aber es kam ja von allen drei anderen Diskutanten unisono der Vorwurf, die Union hätte ihre Überlegungen, ihre Veränderungen, das, was sie an neuen Erkenntnissen, neuen Überzeugungen gewonnen hat, ihren Wählern, ihren Anhängern, ihren Mitgliedern zu wenig erklärt. Das ist eine Kritik, die müssen wir uns, glaube ich, ein Stück weit anziehen. Ich glaube, wir wären in der CDU gut beraten, offener solche Debatten zu führen. Beispielsweise die Debatte, die wir jetzt bei den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften führen. Noch einmal, ich gehöre zu denen, die sagen, das tut uns gut, dass wir darüber sprechen, dass wir diskutieren, dass wir um den richtigen Weg ringen. Ob das bei dem Thema Bundeswehr, ich hätte mir vorstellen können, Herr Krumreit, dass wir das mal auf einem Parteitag schon etwas breiter diskutieren. Wäre vielleicht das Übliche gewesen. Aber Sie haben dankenswerterweise ja auch erwähnt, nicht, das war ja ein CSU-Politiker, der das vor allem betrieben hat. Es war ein CSU-Politiker, also ein ganz konservativer, der auch sehr auf das Tempo gedrückt hat. Ich will das gar nicht kritisieren. Ja, aber dass der Verteidigungsminister schon die Richtlinienkompetenz im Bundeskabinett hätte, wäre mir nun allerdings nein, auch neu. Nein, aber für die Bundeswehr ist er natürlich schon zuständig. Und ja, also das war ja jetzt nicht unbedingt ein Modernisierer in dem Sinne gewesen, sondern es war ein CSU-Politiker. Und dass wir in der Frage das etwas breiter in der Partei noch hätten diskutieren können, es ist in allen Landesverbänden diskutiert worden, das ist in Ordnung. Das ist, wenn man sich mal, Herr Probst, die Position oder die Sichtweise von CDU und CSU-Anhängern ansieht, krempelt Angela Merkel das Land viel stärker um, als es Konrad Adenauer oder Helmut Kohl jemals getan haben?
Ja, alle drei haben natürlich auf ihre Art und Weise ihre historischen Verdienste und haben das Land in gewisser Weise umgekrempelt. Westintegration von Adenauer, das ist ja auch gegen große gesellschaftliche Widerstände, auch gegen Widerstände der Opposition durchgesetzt worden. Helmut Kohl mit dem Projekt der deutschen Einheit, auch das war nicht unumstritten innerhalb der politischen Lager. Also insofern hat jeder seine Verdienste. Aber was die CDU betrifft, glaube ich, hat Angela Merkel, seitdem sie Vorsitzende ist, schon relativ tief eingegriffen, auch in das Profil der Union und hat auch sehr viel verändert. Sodass sich ja manche auch in der CDU fragt, ob sie nicht den Markenkern bis zur Unkenntlichkeit aufweicht und verwässert. Das ist ja auch das, was konservative Kreise in der Union immer wieder beklagen. Sie ist damit, wie gesagt, durchaus erfolgreich, aber sie zahlt dafür natürlich auch einen gewissen Preis, nämlich, dass die Unterschiede auch zwischen den, gerade den beiden großen Volksparteien, immer stärker verschwimmen. Und das Problem, Herr Strobel, ist doch tatsächlich, dass häufig die Schwenks, die vollzogen werden, von oben verkündet werden und nicht das Ergebnis eines Diskussionsprozesses ist, der von unten gewachsen ist innerhalb der Union. Und irgendwann muss dann die Mitgliedschaft, müssen die Wähler einfach nachvollziehen, was an Kursschwenk tatsächlich verkündet worden ist. Das ist für eine Partei natürlich deswegen immer schwierig. Deswegen bin ich ja dafür, dass wir diskutieren. Nicht? Und in der Frage machen wir es jetzt ja auch. Da können Sie uns ja auch zugestehen und attestieren, das macht ja jetzt besser. Die Partei diskutiert ja jetzt beispielsweise in der aktuellen Frage. Und ich muss sagen, das sind gute Diskussionen. Ich habe schon lange Zeit, das will ich einfach mal sagen, nicht mehr so gute Diskussionen gehabt, unabhängig von den Standpunkten. Da ist ja jeder für sich genommen respektabel, wie wir sie im Augenblick führen. Und das ist die CDU, die ich möchte. Ich möchte eine diskutierende, eine offene CDU, in der man sieht, da ringen Menschen um den richtigen Weg und sie tun das Argument für Argument. Und das ist dann letztlich auch der Prozess, den Sie wünschen, dass wir nämlich eine breite Debatte haben und eine Entwicklung auch von unten nach oben. Darf ich da nochmal einhaken? Markenkern, der würde verwässert werden, hört man oft. Kann man diesen Markenkern der Union eigentlich so genau definieren? Ja, also inzwischen wird es langsam schwierig, weil man ihn ja nicht mehr erkennen kann. Aber nun muss man vielleicht eins nochmal sagen, all die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, sind natürlich, sagen wir mal, nicht die konservativen Werte. Also die Wehrpflicht an sich ist ja kein konservativer Wert. So ist das. Das ist ein technisches Instrument und das gilt für viele andere Dinge auch. Insofern hat Herr Strobel durchaus recht, wenn er sagt, Verantwortung füreinander zu übernehmen, das ist, kann ein konservativer Wert sein. Und das kann man gucken, wie weit wird das noch umgesetzt. In der tagesaktuellen Politik spielt allerdings bei Frau Merkel in der Tat ja mehr das Taktische eine Rolle. Das hat sie nun aus den verschiedenen Bundestagswahlkämpfen teilweise leidvoll und teilweise freudig gelernt, dass man eben mit Positionen, die kantig sind, nicht so viel Erfolg hat, wie mit Positionen, die eher geschmeidig so in der großen Meinungsströmung mitschwimmen. Und daraus ist ja dann dieses Konzept der asymmetrischen Demobilisierung geworden, dass man also im Prinzip die Anhänger des politischen Gegners einschläfert, rechtzeitig im Wahlkampf, damit die sich eigentlich an nichts mehr bei der Regierung aufregen können, nicht zur Wahl gehen. Das könnte dann schwierig werden, wenn es auch zu einer asymmetrischen Demoralisierung bei den eigenen Anhängern kommt. Ja, und wenn die eigenen Anhänger als Erste einschlafen. Eine Frage vielleicht noch hinterherhängen, die ist Programmatik, also das gilt ja für alle Parteien, schon so sehr Ballast geworden, dass man damit eigentlich gar nicht mehr richtig erfolgreiche Politik machen kann? Nein, ich glaube das nicht. Sondern ich glaube, dass das ein gefährlicher Irrweg ist. Ich glaube auch, dass das Risiko der Politik, wie sie Frau Merkel kommuniziert, von machen will ich jetzt mal gar nicht reden. Ich rede im Moment tatsächlich auch davon, dass sie erklärt, was getan wird und dass die CDU ihren Wählern klar macht, warum sie eigentlich noch wählen, die Union wählen sollen. Ich glaube, dass die guten Umfragen darüber hinwegtäuschen, wie groß das Risiko ist. Wenn man sich mal Wählerwanderungen anguckt, ich wollte ja vorhin nicht nur eine Pointe machen, als ich sagte, Peer Steinbrück sei ein guter Wahlhelfer. Tatsache ist, die Wahlbeteiligung nimmt ab, die Wahlverdrossenheit oder die Politikerverdrossenheit nimmt zu. Darüber gibt es belastbare Zahlen. Und wenn ich mir Wählerwanderungen angucke, ist es eben so, dass in absoluten Stimmen, auch wenn zum Beispiel Leute von der FDP, was jetzt in Niedersachsen in einer besonderen Situation nicht der Fall war, aber da, wo die FDP an Stimmen verliert, war es früher so, dass die Leute dann
lieber CDU gewählt haben. Das ist nicht mehr so. Die Leute wählen zum Teil überhaupt nicht mehr, beziehungsweise es verteilt sich auf andere Parteien. Stimmen, die die CDU verliert, kehren nicht zur CDU zurück. Das können wir seit Jahren beobachten. Und insofern habe ich schon das Gefühl, die Union erodiert von der Mitte heraus. Also auch das meinte ich gar nicht nur als Pointe, zu sagen, wenn die eigenen Anhänger als Erste demobilisiert werden und nicht die Anhänger der gegnerischen, der Opposition, ist das auf Dauer ein Problem für die Union. Darf ich bei dem Thema noch kurz bleiben oder bei dieser Frage? Wenn man sich mal die Probleme der Welt ansieht, da haben wir demografische Probleme, da haben wir Staatsschuldenkrise, soziale Ungerechtigkeit, atomar bewaffnete Despoten, also Dinge, die man sich eigentlich kaum ausmalt, was daraus werden könnte. Muss in einer solchen Situation, muss da Politik auch immer noch ein Glaubensbekenntnis enthalten oder geht es da wirklich nur noch um Pragmatismus, auf die jeweilige Situation entsprechend zu reagieren, um das Schlimmste zu verhindern? Ich glaube, dass man eine gesunde Mischung aus beiden haben muss. Man muss natürlich auf der einen Seite auch pragmatisch mit relativ komplexen Situationen umgehen in der heutigen Welt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, man braucht so etwas wie einen Führungsanspruch in der Politik. Also man muss auch führen können und führen wollen. Das setzt natürlich voraus, dass man weiß, welchen Kurs man tatsächlich vertritt, wohin man eigentlich führen will. Und da habe ich doch relativ viele Zweifel, ob das bei der Union unter Angela Merkel gegenwärtig so klar ist. Also es ist ja nicht umsonst so, dass der Bundespräsident sich hinstellt und sagt, ich erkläre dem Volk mal, was es eigentlich mit Europa auf sich hat. Und einer muss es ja machen, warum wir in dieser krisenhaften Situation Europa eigentlich brauchen, dringend brauchen. Er hat das nicht dezidiert in Richtung Angela Merkel gesagt, aber ich glaube, jeder hat die Botschaft verstanden, als er das angesprochen hat. Und insofern Politik, die nicht mehr führen kann, die nicht mehr in der Lage ist, den Leuten zu erklären, wohin die Reise in die Zukunft gehen soll, verliert damit natürlich auch an Attraktivität. Das ist, denke ich, tatsächlich ein Problem auch für die Union in der jetzigen Situation mit dem Mittel der asymmetrischen Demobilisierung. Kann man erfolgreich sein? Das hat die Wahl 2009 gezeigt. Ob sich das so ohne weiteres wiederholen lässt, da habe ich doch meine Zweifel. Und Ihre Frage, kann man überhaupt mit Programm heute noch Politik machen? Es gibt ja Parteien, die sehr erfolgreich sind mit Programmatik. Also wenn man die Grünen anschaut, sind eine dezidierte Programmpartei, sind eigentlich in der letzten Zeit damit relativ erfolgreich gewesen, mit einer doch stärkeren programmatischen Profilierung. Sie sind in der Opposition, da fällt es leichter, haben Sie vollkommen recht. Es war ja die Frage nach Traditionskernen und wie sinnvoll die noch sind und ob sie nicht, die machen ja anderen Parteien auch große Probleme, also der SPD, Stichwort Agenda 2010, den Grünen, Zustimmung zum Bosnienkrieg 1995 oder FDP, die ja ihren Traum von einer umfangreichen Steuersenkung inzwischen begraben haben. Dieses Problem, Traditionskerne zu haben, an denen gemessen zu werden, das haben ja die anderen Parteien auch. Ja, das haben alle. Die Frage ist ja, und da unterscheidet sich es dann bei den Parteien, was machen diese Traditionswähler, wenn sie sich nicht mehr zu Hause fühlen. Und da hat sich, glaube ich, bei der Union auch ein Wandel ergeben. Anfangs konnte man bei der Union, oder war ja das Kalkül, die Union rutscht etwas mehr in die Mitte. Die Wähler, die eher am konservativ-rechten Spektrum der Union sind, haben gar keine andere Chance, als Union zu wählen. Denn der gute bürgerliche Wähler geht wählen und der wählt nicht irgendwelchen rechtsextremistischen Schmutz. Also bleibt ihm nichts weiter übrig als CDU und CSU. Und da hat sich was verändert. Die CDU geht weiter in die Mitte, sammelt da ja auch durchaus Stimmen ein. Aber diese Traditionswähler, die bleiben jetzt einfach zu Hause, weil sie sagen, so gefällt mir die Union nicht mehr. Die wählen nach wie vor keinen rechtsradikalen Schmutz, aber sie bleiben zu Hause. Das geht für die Union so lange gut, wie die SPD auf der anderen Seite nichts Attraktives dagegen stellen kann. Aber in dem Moment, wo es der SPD gelänge, mit diesem Kandidaten wird das vielleicht nicht der Fall sein, diese Mittewähler der Union wieder zu entreißen, dann hat die Union das Problem, dass sie die am bürgerlichen, also am konservativen Rand nicht so schnell wieder zurückgewinnen kann. Gut, das geht im Moment deswegen nicht schief, weil sich der Kandidat der anderen Seite ja auf dem italienischen Stiefel im Moment verirrt und andere, wie gesagt, ihnen Gefälligkeiten tut. Ist das der größte Gegner der Union, der Nichtwähler? Ich würde mal vermuten, das ist für alle Parteien ein Problem. Und wir unternehmen ja auch alle Anstrengungen, Nichtwähler zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Und natürlich alle Parteien unternehmen die Anstrengung,
dass der Nichtwähler dann die eigene Partei wählt. Nicht? Die Mobilisierung auch aus dem Nichtwählerlager heraus, das ist, glaube ich, für alle Parteien ein Ziel, das wir uns nehmen sollten. Ich darf vielleicht noch einen Punkt sagen, weil Sie kritisiert haben, die Bundeskanzlerin würde Europa zu wenig erklären. Da kann ich jetzt wirklich nur schwer mitgehen, weil ich kenne kein Thema in den letzten Jahren, zu dem Angela Merkel so oft und so viel gesprochen hat, wie zu dem Thema Europa. Ich kann mich fast an keine Sitzung, an keine Parlamentswoche erinnern, wo nicht Europa im Zentrum unserer politischen Debatte gestanden ist. Ich gebe zu, das ist zum Teil sehr kompliziert und sehr komplex. Vielleicht könnten wir es auch besser erklären und besser machen. Aber dass die Europapolitik der CDU und von Angela Merkel nicht immer und immer wieder begründet wird, das kann ich nun wahrlich nicht erkennen. Wie gesagt, es ist in den letzten 2-3 Jahren keine Woche, fast schon kein Tag vergangen, wo wir über dieses Thema nicht gesprochen haben. Also bei der Europapolitik, wie gesagt, Bundeswehrreform ist okay, aber bei der Europapolitik vermag ich es nun wirklich nachvollziehen, was die Bundeskanzlerin noch mehr hätte tun können. Ich habe ja mehr sozusagen ein Argument des Bundespräsidenten in die Diskussion gebracht, wo ich den Eindruck hatte, dass er sich berufen fühlte, doch von einer etwas anderen Plattform und Seite her den Menschen zu erklären, warum Europa gerade in der jetzigen Situation so wichtig ist, wo es nicht immer nur um die Bewältigung der aktuellen Krise geht und des ein oder anderen Rettungspakets, was geschnürt werden muss. Natürlich steht das im Mittelpunkt der Politik. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt aufgreifen, Thema Nichtwähler. Natürlich ist es ein Problem aller Parteien, aber ich glaube, und das zeigen auch verschiedene Untersuchungen, die wir in der Wissenschaft über die Nichtwähler machen. Es gibt ja sozusagen einen großen Teil von konjunkturellen Nichtwählern. Es gibt Hardcore-Nichtwähler, die gehen nicht mehr wählen, die werden wir nicht mehr erreichen. Die sind sozial, politisch, kulturell abgekoppelt vom Mainstream. Aber es gibt einen relativ großen Anteil von vielleicht 20% Nichtwähler, die sind, wenn es ein attraktives Angebot seitens der Parteien gibt und wenn es klare Alternativen gibt, ja, einen klaren Lagerwahlkampf zum Beispiel, wie in Baden-Württemberg 2011, wo sich zwei Lager mit unterschiedlichen Alternativen klar gegenüberstanden, dann sind die auch mobilisierbar. Die Wahlbeteiligung ist ja bei Ihnen in Baden-Württemberg hochgegangen. Eins der wenigen Ausnahmen, die wir leider hatten bei den Landtagswahlen der letzten Jahre. Das heißt, ich glaube, die Parteien sind gut beraten, auch darüber nachzudenken, ob es sich nicht lohnt, mit klaren programmatischen Alternativen vor die Wähler zu treten und zu sagen, hier geht es um einen Richtungswahlkampf, entweder in diese oder in jene Richtung. Das kann man auch als Mobilisierungsargument benutzen. Und ich glaube, dann haben wir durchaus bessere Werte bei der Wahlbeteiligung, als wir das bei vielen Landtagswahlen haben, wo doch der Eindruck eher entsteht, naja, das ist doch alles irgendwo so in der Mitte und die Konturen verschwimmen immer aber mehr. Aber ist es doch nicht. Ich komme noch mal auf Europa zurück. Es ist doch ein völliger Unterschied, ob wir beispielsweise einen Weg gehen, der heißt Vergemeinschaftung der Schulden in Europa. Einführung von Eurobonds. Gehen wir den nicht schon? Nein, haben wir schon. Nein. Den haben wir doch von der EZB schon und der Politik von Herrn Draghi. Sie haben vorhin also, so schön gesagt, es sind zwei unterschiedliche Wege, da würde ich Ihnen ja noch folgen, aber sie führen leider hinten wieder zum selben Ziel. Ja. Also das eine ist sozusagen auf die direkte Vergemeinschaftung der Schulden und das andere geht über eine etwas weitere Dosierung, damit man es den Wählern besser verkaufen kann. Exakt. Geschätzter und verehrter Herr Krumrey, wir haben einen anderen Weg als Union. Dieser Weg heißt Solidarität, ja, aber nur bei Solidität. Wir wollen schon einen gewissen Druck aufrechterhalten auf, ich möchte mal sagen, die südeuropäischen Länder, nicht nur, aber insbesondere die südeuropäischen Länder, dass sie bestimmte Reformen durchführen auf dem Arbeitsmarkt, dass es beispielsweise in Griechenland dann doch auch üblich werden soll, dass man Steuern bezahlt und anderes mehr. Ja, und Entschuldigung. Also dieser Druck ist schon da. Wer es nicht glaubt, der soll sich mal mit Griechen oder mit Spaniern oder Italienern unterhalten. Und es gibt ja auch ziemlich üble Kampagnen, beispielsweise gegen die Bundeskanzlerin, weil von ihr natürlich dieser Druck ein Stück weit ausgeht. Wenn wir jetzt sagen würden, wir vergemeinschaften alles, wir machen die Eurobonds, dann ist der Druck weg, dann gibt es diese Reformen nicht mehr. Und insofern, verehrter Herr Krumrey, ist das ein unterschiedlicher Weg. Und zwar ein höchst unterschiedlicher. Ich sage ja, der Weg ist unterschiedlich, bloß hinten ist das Ziel leider. Es kommt am selben Ende aus. Mit hinten. Es wird mit der Solidarität auf den anderen Tag anders. Weil der Druck, wenn wir heute die Eurobonds machen, ist der Druck auf diese Länder weg. Ja, das ist richtig. Und dann ist das von heute auf morgen, nicht hinten raus, von heute auf morgen, eine andere Lage in Europa. In
insofern sind Angela Merkel und die CDU und die FDP auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen die SPD und die Grünen, inzwischen auch Herr Steinbrück. Früher hat er unsere Position vertreten, als er noch Vorträge gehalten hat. Inzwischen ist das anders. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, nicht? Diesen Unterschied beispielsweise klarzumachen, zu erläutern, darüber zu sprechen. Das wird vor der Bundestagswahl das gelingt ja der CDU nicht so gut. Sie haben vorhin noch ein anderes Beispiel genannt, die Steuerpolitik. Ja. Da geht es ja vor allen Dingen darum, soziale Ungerechtigkeit, die aufgehende Vermögensschere zwischen Arm und Reich, die auch bei uns immer weiter aufgeht, steuerlich zu regulieren, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Das sind doch alles Punkte, die Sie jetzt kritisiert haben, der SPD, um die die Union in der nächsten Legislaturperiode, wenn sie in der Regierungsverantwortung ist, auch nicht herumkommt. Nein, wir haben ein ganz, ganz anderes Konzept. Unser Konzept heißt, Wahlprogramm, aber ich rede jetzt unser Konzept Zeit heißt, nach der Wahl. Wir wollen die Steuern nicht erhöhen. Wir hätten beispielsweise jetzt gerne eine Steuererleichterung gemacht. Die haben wir im Deutschen Bundestag im Übrigen mit der Mehrheit von CDU und FDP beschlossen. Leider ist sie im Bundesrat und auch im Vermittlungsausschuss von SPD und von Grünen aufgehalten, letztlich verhindert worden, blockiert worden. Das war die Erleichterung, Stichwort kalte Progression, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht, wenn die Menschen jetzt Lohnzuwächse haben. Es geht ja vor allem um steuerliche Belastung von Gutverdienenden, von Vermögenden, von Reichen, wo doch wirklich das Ungleichgewicht in der Gesellschaft so gewaltig geworden ist, dass der Staat, dass die Politik da eingreifen muss. Natürlich. Die Frage ist, wo sind die großen Unterschiede zwischen Ihrer steuerlichen Konzeption und der anderen Parteien, die auch darauf sehen muss, dass es sozial gerecht bleibt. Das ist ja übrigens auch ein Credo, dass sich die CDU aufs Kommen stand. Und stand auch im Arbeitsmarktbericht. Wir haben beispielsweise die Absicht, die Leistungsträger, insbesondere die, die wenig verdienen und im mittleren Bereich verdienen, tendenziell zu entlasten. Wir wollen keine neuen Belastungen bei den Leistungsträgern. Es sind schon völlig unterschiedliche Modelle. Wir sagen im Zweifel eher Steuererleichterungen. Die Grünen und die SPD, das ist ein Umverteilungswahn, was auf den Parteitagen beschlossen ist. Einkommensteuer rauf, nicht wahr? Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, Verdoppelung der Erbschaftssteuer. Das ist für die baden-württembergische Familienbetriebe, für den Mittelstand bei uns eine Katastrophe. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, finde ich. Und naja, die Alternativen. Auch die Grünen sind ja bereit bei der Erbschaftssteuer. Also die private Erbschaftssteuer und die betriebliche Erbschaftssteuer sind ja zwei getrennte Dinge, auch bei den Grünen. Die sich sehr schwer trennen lassen, wie das Bundesverfassungsgericht mehrfach gesagt hat. Und das hat mir noch keiner erklärt. Kein Grüner und kein Sozialdemokrat, wie das zu trennen ist. Als der Herr Steinbrück noch als Finanzexperte Vorträge gehalten hat, da hat er immer darauf hingewiesen, dass das extrem schwierig ist, das auseinanderzuhalten und zu trennen. Seit der SPD-Kanzlerkandidat ist, sagt er das nicht mehr. Aber Steinbrück war einer von denen gewesen, die gesagt haben, da die Betriebe und da die Privatpersonen, das ist ganz schwierig auseinanderzunehmen. Und das Bundesverfassungsgericht hat da, wo man es gemacht hat, auch immer wieder. Also dieser Verfassungsgerichts-Tsunami kommt auf SPD und Grüne noch zu. Ganz genauso wenn die erfahren werden, das muss er hier ehrlicherweise sagen, wenn die erfahren werden, dass nicht irgendeine Erbschaftssteuerart diskriminiert oder privilegiert werden darf. Etwa, wir haben, im Mittelstand haben wir 80%, im Mittelstand haben wir 80% Personengesellschaften. Das heißt, das erwischt die voll. Das ist insbesondere in meinem Bundesland, die Familienbetriebe, der Mittelstand. Das wird durch diese Steuerpolitik, und ich möchte nur Herrn Walter Borjans, den Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, SPD, zitieren. Der hat mal in einer ähnlichen Runde gesagt, es geht darum, an das versteckte Geld in den Unternehmen heranzukommen. Ich habe mich dann gefragt, was ist das eigentlich für verstecktes Geld in den Unternehmen? Wo hat in Baden-Württemberg mein Handwerker, mein Mittelständler, mein Familienbetrieb Geld in den Unternehmen versteckt? Also der SPD-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, bei uns heißt man das Eigenkapital. Mhm. Da soll man rangehen. Das wird ja sogar offen zugegeben, nicht? Und wir möchten nicht, dass das Eigenkapital weniger wird. Wir freuen uns drüber, wenn unsere Handwerksbetriebe, wenn unser Mittelstand, wenn unsere Familienbetriebe eine gute Eigenkapitalausstattung haben, weil sie dann nämlich nicht in Abhängigkeit von Banken kommen. Das, was die SPD auf der einen Seite beklagt, nicht darin möchte sie die Betriebe sozusagen hindrängen, indem sie ihnen erstes Eigenkapital wegnimmt. Gut, und jetzt sind wir schon in einem sehr detaillierten Bereich. Das ist eine wunderbare Wahlkampfrede. Tut es Ihnen nicht ein bisschen leid? Wahlkampf, nein, ich meine, das ist anerkennend. Nein, so muss es im Wahlkampf vermittelt werden. Sie Wahlkampf sagen, das so ein bisschen wegzudiskreditieren. Ich versuche, unterschiedliche Standpunkte klarzumachen. Genau, tut es Ihnen denn nicht leid, dass die Kanzlerin da offensichtlich weniger begabt ist als Sie?
die Kanzlerin ist deutlich begabter als ich. Deswegen ist sie auch die Bundeskanzlerin. Und wenn ich zurückdenke an steuerpolitische Debatten, die wir im Bundestag gehabt haben, da sind diese Sachen auch gesagt worden, nicht? Und wir werden in den nächsten Monaten die Unterschiedlichkeit, so wie sie auch angefordert worden ist, die werden wir schon klar machen. Und ich glaube, dass wir einfach auch in der Steuerpolitik wirklich, dass es unterschiedliche Welten sind, wie auch in der Europapolitik und weiteres. Das nehme ich jetzt mal ganz kurz auf und sage, wird in Zukunft die Politik, die erfolgreiche Politik, weniger über Programme als mehr über das politische Marketing ablaufen? Verändert sich da gerade etwas? Na, das hat sich schon weitgehend verändert. Das haben Sie ja in vielen Bereichen. Ganz simples Beispiel, diese Runde ist ja erfreulicherweise etwas anders, aber in einer Talkshow nimmt der Zuschauer ja auch im Wesentlichen die Körpersprache zur Kenntnis und macht sich ein Bild darüber, ob derjenige kompetent ist oder nicht. Was genau gesagt wurde, versteht gar nicht jeder Zuschauer, aber er hat ein Gefühl, dem kann ich vertrauen, finde ich sympathisch oder diesen oder jenen finde ich unsympathisch. Und das setzt sich doch in allen Bereichen der Politik fort. Es geht am Ende um die Frage, wem will ich mein Land anvertrauen? Und wem traue ich zu, dass er vielleicht für mich, für meine persönliche Situation das Beste draus macht? Und danach wird sich viel mehr die Wahl entscheiden als an irgendwelchen programmatischen, ideologischen Fragen oder dem großen Weltgeschehen. Sondern am Ende ist es alles immer sehr konkret persönlich. Da hat die Kanzlerin natürlich im Moment einen großen Vorteil. Ist ja gar keine Frage. Ja, ihre unaufgeregte Art, gelassen sozusagen bestimmte Dinge anzugehen, kommt ihr natürlich entgegen. Sie genießt diesen Glaubwürdigkeitsbonus und das macht auch ihre guten Umfragewerte aus. Ich hätte trotzdem noch eine Rückfrage. Es ist jetzt natürlich, dass wir uns auch immer an Ihnen mit rein, glaube ich, das liegt in der Natur Sie dieser Runde. Das gerne hier tun. Ja, ja, wir können uns auch mal untereinander reimen, aber trotzdem, also eine Rückfrage wäre noch mal, die konservative Wählerschaft, die es ja gibt, wo gerade Fragen der inneren Sicherheit, Zuwanderung und so weiter, das sind ja Themen, die diese Menschen sehr häufig sehr stark bewegen. Und das sind auch häufig Menschen, die dann vielleicht eher, wenn sie nicht sehen, dass eine Partei ihre Positionen vertritt, die dann zu Hause bleibt. Wie wollen Sie eigentlich diese Wählerschaft ansprechen? Also was sind die Themen, die hardcore-konservativen Themen, mit der die CDU vor diese Wähler tritt, mit denen sie ein Angebot machen will? Und mit welchen Personen macht sie das eigentlich noch in der CDU? Wo sind die konservativen Vertreter, die sozusagen für so eine Politik stehen? In Niedersachsen, Herr Schünemann, das war ein klarer Vertreter so einer Politik. Es hat nicht, trotzdem nicht ganz gereicht für die CDU. Herr McAllister, eher der Präsidiale, der die Rolle von Angela Merkel in seinem Bundesland gespielt hat. Schünemann, der rechts ausgelegt hat. Auf der Bundesebene der CDU sehe ich so eine Konstellation gar nicht mehr. Entschuldigung, Herr Stumpe, Sie müssen etwas kürzer antworten, als die Frage gestellt worden ist, weil wir gleich am Ende sind. Bitte. Das ist ein Problem, das ich häufig kenne. Ja. Also ich will es auch wirklich kurz machen. Wir haben beispielsweise ja noch die CSU, die in bestimmten Bereichen zumindest den Anspruch erhebt. Und ich glaube, doch auch schon alles ab. Naja. Studiengebühren wird schnell mal kassiert. Also das ist ja auch nicht mehr so richtig hardcore-konservativ. Ich glaube, dass die CDU gut beraten ist. Und ich glaube, dass sie das hat, nämlich eine Bandbreite. Wir sind eine Volkspartei. Ausdrücklich sind wir auch eine konservative Partei. Und ich habe ja in dem einen oder anderen Punkt auch versucht zu begründen, dass es durchaus ein konservativer Standpunkt sein kann, wenn man sich auch weiterentwickelt, wenn man sich verändert. Das ist eine sehr pragmatische und konservative Grundhaltung, die den Konservativen auszeichnet, weil er eben kein Ideologe ist, sondern er Entwicklungen, wenn die Welt sich verändert, er auch diese Entwicklungen mitmacht. Ganz im Sinne von Erwin Teufel, nicht? Die Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Das genau. ist ein sehr konservativer Ansatz. Das werden wir auch tun, dass wir die Wirklichkeit betrachten werden. Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass es noch um politische Inhalte in der Phoenix-Runde geht, wobei wir natürlich auch auf Blusen, Krawatten und Körpersprache hier im Fernsehen Wert legen. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Nächste Woche ist die Phoenix-Runde wieder für Sie da, aber diskutieren Sie mit uns über die Sendungen dieser Woche und das, was wir nächste Woche planen. Sie finden das in unseren Programmvorschauen. Sie können sich bei uns melden auf unserem Facebook-Account facebook.de/phoenix oder schicken Sie uns eine E-Mail runde@phoenix.de und vor allen Dingen bleiben Sie im Programm bei Phoenix.